Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die nächsten Challenges, und zwar die Versteckspiel-Challenges bzw. im Englischen die Hide-and-Seek-Challenges. Ich werde mal beginnen mit der ersten Challenges, und zwar mit dem Buchstaben, den ihr suchen wird, weil ich denke mal, es wird für die meisten am interessantesten sein. Allerdings kommen danach auch nochmal alle restlichen Challenges. Auf jeden Fall, für das I, dazu den Ladebildschirm werde ich euch auch mal einblenden. Dafür müsst ihr natürlich, glaube ich, 8 Herausforderungen erst abschließen, um den Ladebildschirm überhaupt zu bekommen. Müsste ich hier aber bei Frenzy Farm in die oberste Scheune gehen, in die ganz große, denke ich mal, sollte nicht zu übersehen sein. Hier die große rote, dann solltet ihr hier am besten am großen Haupteingang reingehen. Hier rechts einmal die Treppe hoch, dann noch eine Etage höher und hier oben müsste ungefähr dann das I sein. Das heißt, hier auf der westlichen Seite der Scheune über dem Eingang müsst ihr hier oben einfach mal suchen auf der Ebene, wo hier auch die Kiste ist. Als erste Challenge, die ihr erledigen könnt, müsst ihr überhaupt erstmal einmal in Frenzy Farm, einmal Slurpy Swamp und als drittes müsst ihr nochmal in Sweaty Sands landen. Und als dritte Challenge, die ihr eben halt auch schon von Anfang an freigeschaltet habt, soweit ich weiß, weil man ja immer 3 Challenges am Anfang machen kann, müsst ihr auch noch in Frenzy Farm, also wenn ihr hier schon landet oder nach dem Buchstaben sucht, falls ihr die Challenge aus irgendwelchen Gründen noch nicht erledigt haben solltet, könnte ich auf jeden Fall hier entweder in Frenzy Farm oder in Sweaty Sands einfach Kills machen. 3 Stück müsst ihr machen, dann habt ihr auch die Challenge. Ich denke mal, eine Challenge, die man relativ auch nebenbei machen sollte, ist einmal 500 Holz, 400 Stein und 300 Metall sammeln. Müsst ihr nicht in der Runde machen, zumindest steht es nicht da. Das heißt aber, ihr solltet nach ein paar Runden einfach haben. Einfach ein bisschen abbauen. Als nächste Challenge müsst ihr dann entweder in Pleasant Park, also hier zwischen Frenzy und Farm und Sweaty Sands, hier im Pleasant Park oder alternativ in Lazy Lake, müsst ihr insgesamt 7 Truhen durchsuchen. Denke ich mal, sollte relativ entspannt sein. Hier in den Häusern sind hier meistens in den Dächern irgendwo Kisten drin. Sollte man eigentlich relativ schnell durchkommen, einfach öffnen. Denke ich mal, kennen auch die meisten schon. 7 Stück müsst ihr einfach nur machen. Und als nächstes müsst ihr dann auch noch Verbrauchsgegenstände einsammeln, beziehungsweise ich glaube Forage Items, also ich habe die Challenges nur auf Englisch hier leider, müssen aber entweder Verbrauchsgegenstände sein, das heißt Bandages würden dann dazugehören und Minis und alles macht man normalerweise eigentlich auch nebenbei. Alternativ können Forage Items natürlich auch noch so Consumables sein, wie zum Beispiel Äpfel oder Pilze. Weiß ich leider nicht ganz genau, denke ich, man sollte aber auch relativ easy zu sein, da es ja zum Beispiel Pilze und alles hier in Slurpy Swamp vor allen Dingen gibt. Dann als nächste Challenges müsst ihr 100 Schaden mit eurer Spitzhacke an Gegner machen. Dazu einfach, wenn ihr welche, wenn ihr im Duo spielt, dann einen genockt habt, einfach hingehen und dem 100 Pickaxe Damage geben, beziehungsweise 100 schafft man nicht bei einem. Allerdings solltet ihr dann schon 80 locker schnell haben und dann habt ihr die Challenge auch fertig. Dann müsst ihr müsst ihr 5 Schläge hintereinander den Schwachpunkt treffen. Ich glaube, bei den Autos geht das gar nicht. Das heißt, ihr braucht etwas größere Gegenstände, die etwas mehr Leben haben. Am meisten eben halt Metallcontainer oder so müssten auf jeden Fall die benötigte Anzahl an Leben haben. Und da müsst ihr einfach nur 5-mal hintereinander aufschlagen. Dann als nächstes müsst ihr 10 Headshots treffen. Macht man definitiv nebenbei, weil man irgendwann auch random, vor allem mit Shotguns, einmal auf den Kopf zielen wird. Ich denke mal, gerade die besseren Spieler sollten das easy schaffen. Dann müsst ihr noch 5 Landmarks, also Orientierungspunkte, in einem Match besuchen. Ich weiß gar nicht, ob Städte tatsächlich zu Orientierungspunkten zählen, aber dafür, ja, ich denke mal, sollte man definitiv in der Runde machen. Hier zum Beispiel könnte man dort oben beginnen, weil das ein Orientierungspunkt ist. Das ist dann noch ein weiterer Orientierungspunkt. Das ist auch noch ein Orientierungspunkt. Dann könntet ihr hier nach Risk Real so weitergehen und dann vielleicht noch mitten in die Insel. Dann habt ihr 5 Orientierungspunkte auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob dazwischen vielleicht noch weitere sind, aber es gibt ja Orientierungspunkte wie Sand am Meer. Dann als nächstes müsst ihr einfach in 5 verschiedenen Matches Eliminierung machen.
braucht ihr immer nur eine pro Match machen. Aber wichtig ist eben halt, dass ihr es in 5 verschiedenen Runden macht. Und dann eben halt als letztes nur noch das E sammeln. Denke ich mal, sollte entspannt sein. Dann seid ihr auch mit den Challenges fertig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung auf dem Video freuen. Lasst gerne auch mal ein Abo da. Würde mir auf jeden Fall zeigen, dass euch die Videos gefallen. Schreibt mir gerne auch noch Verbesserungsvorschläge für solche Videos in die Kommentare. Und natürlich, wenn eure Bewertungen gut genug sind, dann werden solche Videos auch häufiger kommen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und dann bis zum nächsten Video. Ciao.